Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit unserer Karriere und weiter geht es mit Alemannia Aachen. Wir stehen heute am Wochenstart für den zweiten Spieltag der Champions League. Die Gruppenphase ist weiterhin für uns aktuell. Und danach geht es zum sechsten Spieltag in der Bundesliga nach Berlin zum ersten FC Union. Und wir wollen natürlich ja, nach dem schlechten Spiel gegen Fürth heute wieder Siege davontragen. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Mannschaft auf das schlechte Spiel gegen Greuther Fürth jetzt reagieren wird. Wir schauen wieder in die medizinische Abteilung. Keine verletzten Spieler, das ist gut. Wir gehen sofort weiter in die Wochenplanung. Eine Einladung von unserem Tribünensponsor. Man möchte dort gerne mal ein Status-Meeting veranstalten. Wir gehen ins Training zur Planung, sehen, Ecken kurz soll trainiert werden. Das brauchen wir grundsätzlich gar nicht. Wir werden uns mal wieder auf die Torabschlüsse konzentrieren. Freistöße stehen auch mit auf der Trainingsplanung, auf der Tagesordnung. Konter mit Passspiel wird auch nochmal trainiert. Sehr gut, das nehmen wir mit. Nach dem Spiel dann in der Champions League gibt es eine aktive Erholung und einen freien Nachmittag, bevor es dann zum Spiel nach Berlin geht. Am Sonntag werden wir auch nochmal auslaufen und den Jungs wieder einen freien Nachmittag gönnen. So geht's rein in die Woche. Mal schauen, was heute so alles passiert, wie die Spiele enden werden. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Wir haben nochmal den Rookie des Monats. Tristan Abilene-Goodrich von Aachen ist mit dabei. Vielleicht schafft er es ja, heute die Wertung für sich zu entscheiden. Und es ist auch so, mit klaren 41% gewinnt er den Rookie des Monats. Nochmal 40 Stufen Fortschritt für unseren 22-jährigen Abilene-Goodrich. Auch Divine Rentsch von Fortuna Düsseldorf, ein Innenverteidiger. Recht interessant, 9,5 die Stärke. Und auch Endrik Hai von dem HSV, vom Hamburger Sportverein mit 9,0, 20 Jahren, ein sehr interessanter Spieler. Wir werden sie mal mit auf die Scouting-Liste nehmen und uns anschauen, wie sie sich so entwickeln und was so ihre Werte sind. Nochmal die Siegerehrung für Abilene-Goodrich. 41% ist schon ein guter Wert. Und er hat sich ja auch gut bei uns entwickelt. Wir schauen mal auf die Saisonleistung. Er hat bis jetzt 7 Tore schon erzielt und verdiente Tore werden auch 7,92. Das heißt, er hat wirklich so viele Tore auch schon erzielt, wie er sollte. Sehr gut. Aber leider, gegen Fürth hat es nicht gereicht. Er wurde auch nur eingewechselt, hat auch nur eine 4,0 bekommen. Es war wirklich ein grauenhaftes Spiel. Gleich zu Beginn in der 11. Minute erhielten wir eine rote Karte. Und das hat sich dann halt wie ein Faden durch das gesamte Spiel gezogen. Kommen wir nun zum Spieltag in der Champions League. Wir schauen auf die Stärke unserer Mannschaft. 122 Punkte stehen für uns auf dem Plan und 118 Punkte für Udine Calcio. Schauen wir mal auf die Startelf von Udine. Die kommen mit 2 Stürmern, 3er Mittelfeld und 5er Abwehrkette. Ich glaube, das ist so momentan die Standardaufstellung der Gegner gegen uns. Wir werden heute beginnen mit Sten Kremers im Tor, Bono, Araujo, Garcia und Hakimi in der Verteidigung, Henrik Lanzana im defensiven Mittelfeld, Valverde neben Guendouzi im zentralen Mittelfeld, Charles de Ketteler im offensiven Mittelfeld und Abilene-Goodrich stürmt heute neben Evan Nilsson. Bellingham muss sich auf jeden Fall nochmal steigern. Ihn würde ich ja gerne öfter wieder einsetzen, aber momentan die Form nur bei 6 Punkten. Aber er steht kurz davor, einen Stufenaufstieg zu schaffen und das wäre für ihn natürlich die Einsatzgarantie. Aber es fehlt so der letzte Kick momentan bei ihm. Wir hoffen, dass er sich in den nächsten Wochen auch wieder fängt. Die Taktik bleibt wie immer gleich. Eine Änderung dort. Nochmal die Übersicht über beide Mannschaften. 307 Millionen stehen für uns auf dem Platz. 112 Millionen für Udine. Auf dem Papier wieder klare Überlegenheit von Aachen. Aber wir haben es einfach schon zu oft erlebt. Es ist nicht immer das Papier, was die Tore schießt. Wir werden heute natürlich die Standardansprache wählen, dass wir die Wut auswählen. Nach der letzten miserablen Vorstellung erwarte ich eine Reaktion. Wir wollen natürlich die Mannschaft wieder motivieren, heute den Sieg vom Platz zu tragen. Und wir werden heute Valverde viel Glück wünschen, dass er wieder für uns performen kann. Er ist ja der beste Spieler bei uns im Kader. Und so kommen wir zum zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League. Aachen gegen Udine. 14.761 Zuschauer kommen auf den Tivoli
und Mikesz Piotrowski ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. Los geht's, es ist angepfiffen, der Ball rollt wieder. Die Fans von Aachen pushen sofort, wir haben bezahlt, wir wollen was sehen. Ja, der Druck wird immer größer auf unsere Mannschaft. Und da ist sie, die erste gelbe Karte schon wieder nach 3 Minuten. Auch regnerisches Wetter in Aachen, nicht so schön. Aber der erste Freistoß, die erste Chance gehört Aachen. 7. Minute, Valverde bringt den Ball auf Evan Nilsson. Der spielt weiter auf Garcia, nochmal auf Lanzana. Aberdeen Goodrich aus zentraler Position, aber leider am Tor vorbei. Ja, der Ballbesitz gehört klar Aachen. Weiterhin keine Möglichkeit jetzt. 15 Minuten sind um. Aachen muss auf jeden Fall heute gewinnen. Und da kommt Udine in der 20. Minute. Zielinski passt auf Pecella. Zurück auf Iodice, auf De Paul. Der schießt aus dem Rückraum, aber weit am Tor vorbei. Da war ja etwas Übermut bei dem Spieler von Udine auf jeden Fall zu spüren. Aachen jetzt in der 28. Minute mit neuem Angriff. Valverde zu Guendouzi, Pass auf Lanzana in den Strafraum zu Aberdeen Goodrich. Der geht rein Richtung 5er, schießt aus 6 Metern und macht das 1:0 für Aachen. Die Führung in der 28. Minute. Und die ersten 3 Punkte wären damit für Aachen greifbar. Der nächste Angriff rollt schon wieder Aachen. 34. Minute, De Ketteler mit dem Ball zu Aberdeen Goodrich. Und Musso wehrt nochmal ab. 2. Mal, der Ball geht dann knapp über das Tor. Der Torhüter von Udine hält 2-mal sehr stark. Udine kommt jetzt auch in der 34. Minute. Zielinski auf De Paul. Flanke nochmal rüber auf Lasagna. Der aber dann über das Tor. Schade, schade. Udine, starker Gegner hier von Aachen. 3:2 Chancen. Kleines Ballbesitz Plüstchen für Aachen. Und die nächste Möglichkeit gehört wieder der Alemannia. 44. Minute. Ecke von Hakimi auf Araujo. Flugkopfball. Aber wieder am Tor vorbei. Die 4. Chance leider wieder nicht im Tor. 2,44 verdiente Tore. Ja, aber nur ein Treffer bis jetzt im Tor gelandet. Wir werden mal schauen, welchem Spieler wir auch besonders Glück wünschen können. Auf jeden Fall Goodrich, der mit seiner 1 natürlich super spielt. Aber Bono, ganz schlecht heute. Das will ich nicht nochmal, das kannst du definitiv besser. Und so gehen wir rein in die 2. Halbzeit unverändert. Goodrich freut sich, Bono akzeptiert die Kritik. Und der erste Angriff der 2. Halbzeit gehört sofort Aachen. 47. Minute, Bono auf die Kette leer, der spielt zu Guendouzi. Weiter Pass rüber auf Valverde. Der zu Lanzana, Pass auf Evan Nilsson, die Flanke kommt zu Aberdeen Goodrich, aber der Kopfball geht am Tor vorbei. 5:2 jetzt das Chancenverhältnis, gelbe Karte in der 50. Minute für Bono. Ja, Bono heute glaube ich so der Schwachpunkt in der Verteidigung. 53. Minute, Aachen baut wieder einen Angriff auf, Bono auf Aberdeen Goodrich, zurück auf Valverde. Flanke in den Strafraum, Evan Nilsson köpft aus gut 11 Metern, aber wieder knapp am Tor vorbei. Nächster Angriff für Aachen, 56. Minute, Valverde auf Guendouzi, Querpass auf De Ketteler. Der spielt auf Lanzana, der dribbelt im Strafraum, geht auf die 5-Meter-Markierung, aber wieder knapp am Tor vorbei. Mittlerweile sollte Aachen deutlicher führen, 1:0 weiterhin nur der knappe Vorsprung. Die Ecke von Hakimi auf ja, Bono schießt an den Innenpfosten in der 57. und davon geht der Ball ins Tor. Da war ich kurz sprachlos. Da fehlten mir ganz kurz die Worte, aber jetzt ist es da. Das 2:0 für Alemannia Aachen. Und wir werden jetzt nochmal wechseln in der 70. Minute. Zuvor nochmal ein Angriff in der 69. Bono passt auf Valverde. Aachen im Angriff. Guendouzi mit weiten Pass rüber auf Lanzana. Der passt auf De Ketteler. In den Strafraum gepasst zu Evan Nilsson. Die Flanke. Und da ist Aberdeen Goodrich gegen Karstrop. Beide Sieger. Der Ball geht einfach durch. Keiner kann diesen Ball verwerten. Ja, wir schauen mal, was unser Co-Trainer vorschlägt. Jude Bellingham soll für Charles De Ketteler kommen. Ja, da kann ich auf jeden Fall gut mitreden. Das kann ich gut verstehen. Wir bringen Bellingham im offensiven Mittelfeld, werden aber mit Valverde die Position tauschen. Und dann werden wir auch schauen im Sturm. Evan Nilsson heute ja nicht so der gute Partner von Aberdeen Goodrich. Wir wechseln ihn aus für Kouloris. Und auch in der Abwehr, ja, Hakimi jetzt der Einzige noch mit 4,5. Bono hat sich deutlich gesteigert. Hakimi nehmen wir raus. Wir bringen Silvan Hefti für ihn in die Partie. Und wir werden auch im defensiven Mittelfeld nochmal wechseln müssen. Ich denke, wir werden mal Tanganga im defensiven Mittelfeld bringen. 8,9 zwar nur die Stärke, aber ich denke, das sollte ausreichen.
Ansonsten könnten wir natürlich noch Gendouji da hinsetzen und dann lieber Willock bringen. Ich glaube, das ist die bessere Option. Wir nehmen lieber Tanganga raus nochmal, bringen Gendouji ins defensive Mittelfeld und Willock im zentralen Mittelfeld. Das sollte deutlich effektiver sein. Und den letzten Wechsel, den wir jetzt noch durchführen, ist Logan Pai. Bringen wir nochmal für Bono in die linke Außenverteidigerposition. Dann haben wir alle Wechsel vollzogen. Lassen die letzten Minuten der Partie jetzt verstreichen. Hoffen natürlich, dass Aachen die Führung behalten kann. Eine Ecke jetzt in der 78. Minute für die Alemannia. Valverde bringt ihn rein. Garcia flankt nochmal auf Aberdeen Goodrich. Aber der Kopfball wieder weit über das Tor. Ja, Chancen. Verdiente Tore sind natürlich da, aber es sind nur zwei geworden. Jetzt Udine Calcio mit einer Ecke, 79. Minute, Fernandez flankt rüber auf Favilli, aber der Kopfball geht am Tor vorbei. Nächste Möglichkeit wieder für Aachen, 80. Minute, Freistoß durch Valverde. Er bringt ihn in den Strafraum, Aberdeen Goodrich spielt rüber auf Kouloris, der auf Garcia, aber aus 6-7 Metern schießt dieser am Tor vorbei. Nächste Möglichkeit wieder für die Alemannia, 82. wieder ein Freistoß durch Valverde. Die Flanke geht auf Garcia, Kopfball, Musso fliegt und packt sicher zu. Schade, schade, da war es fast das 3:0. Jetzt ein Konter für Udine. Fernandez schießt rüber auf Griffith, der aus zentraler Position an den Pfosten. Und dann ist es Fafili, der nochmal am Tor vorbeischießt. Weiterhin 2:0 der Spielstand. Aachen nochmal mit einem Angriff in der 86. Minute. Pai auf Willock, Hackentrick auf Valverde, Steilpass auf Bellingham. Der dribbelt Richtung Grundlinie, bringt die Flanke. Aberdeen Goodrich mit dem Kopfball aus gut 5-6 Metern, aber wieder am Tor vorbei. Also Torriecher müssen wir auf jeden Fall weiter trainieren. Torabschlüsse müssen weiter trainiert werden. Das ist ja richtig kläglich, was die Mannschaft hier zeigt. Und Gendouji bekommt in der Nachspielzeit nochmal eine rote Karte. Gefährliches Spiel, glattes Rot für Matteo Gendouji. Damit wird er auch für die Champions League mindestens ein, zwei Spiele gesperrt sein. Mal schauen, was das Schiedsgericht uns da aufbrummen wird. Dennoch endet die Partie mit 2:0 für Aachen. Ein Sieg in der Champions League, das war auch wichtig. Schauen wir auf die Tabelle. Gyökeres gewinnt gegen Paris Saint-Germain mit 2:0, ist jetzt Tabellenführer mit 4 Punkten. Zweiter nun Paris mit 3:3 Toren, ebenso wie Alemannia Aachen mit 3:3 Toren und 3 Punkten auf Platz 2 und 3. Und Udine jetzt Tabellenletzter mit einem Punkt, 1:3 Tore für Udine Calcio. Schauen wir auf den Teamfortschritt nach dem Spieltag heute in der Champions League. Aberdeen Goodrich macht nochmal etwas Plus bei der Schusstechnik. Auch Logan Pai ist dabei, verbessert seine Schnelligkeit. Jakub Jankto nochmal seine kurzen Pässe verbessert. Aber wichtiger natürlich wieder der Fortschritt der Stufe. Bono ist dieses Mal mit dabei. Auch Eric Garcia kann wieder etwas Plus machen. Aberdeen Goodrich mit sehr gutem Plus für seine Stufe. Vitale auch wieder mit dabei, ebenso Tanganga. Auch Logan Pai macht ein kleines Plus, sehr schön. So geht's weiter in der Woche. Wir schauen ja auf die Sperre von Gendouji. Zwei Spiele sind es. Es war ein gefährliches Spiel. Ich denke, ich werde da nicht in die Berufung gehen. Ja, und damit der zweite Spieler von uns schon nicht verfügbar für die Gruppenphase. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Ja, unser Sponsorentermin läuft gut. Man ist super glücklich mit der bisherigen Zusammenarbeit. Sehr schön. Und damit kommen wir zum Spieltag der Bundesliga. Wir kommen an der alten Försterei in der Wuhlheide in Berlin und sind natürlich sehr gespannt, wie stark die Unioner heute sind. 108 Stärke für Union, 120 für uns. Wir schauen auf die Startelf von Union. Sie kommen mit 3 Stürmern, 3er Mittelfeld und 4er Abwehrkette. Ja, alles recht ausgeglichen und mittlerweile ist Angeleri angekommen in Union, bei Union Berlin. Er hat ja von uns den Verein gewechselt zu der Hertha aus Berlin und jetzt ist er bei Union Berlin gelandet. Auch sehr interessant, aber ein richtig guter Spieler gewesen, den wir ungern abgegeben haben. Wir werden heute beginnen mit Stan Kremers im Tor, Logan Pai, Araujo, Bono und Hakimi in der Verteidigung, Enric Lanzana im defensiven Mittelfeld, Valverde neben Gendouji im zentralen Mittelfeld, Schwarze Ketteler im offensiven Mittelfeld und Kouloris stürmt heute neben Aberdeen Goodrich. Ja, rot gesperrt natürlich Ivan Nilsson, unser bester Stürmer, fehlt uns heute. Aber ich hoffe, wir können dennoch den Sieg vom Platz tragen. Taktik wie immer unverändert. Nochmal die Übersicht über die Marktwerte. 65,4 Millionen stehen für Union auf dem Platz, 272 Millionen für Aachen.
Und wir werden natürlich den Einsatz weiterhin bei Erfolg, kommt nur im Wörterbuch, vor Kampf ja, stehen lassen, nichts verändern. Wir werden aber den Fokus bzw. die eigene Stärke heute etwas pushen. Ich denke, ja, ich will heute sehen, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt. 2 Punkte aus der eigenen Stärke werden wir ausgeben. Wir wollen natürlich gegen Union heute den Sieg vom Platz tragen. Gegen den 16. der Bundesliga müssen wir einfach gewinnen. Wir wünschen heute mal Lanzana viel Glück und auch Kuluris, du machst heute dein Tor. So kommen wir nun zum 6. Spieltag der Bundesliga, Union gegen Aachen. In der alten Försterei finden 25.400 Zuschauer Platz, ausverkauftes Stadion und Christoph Görz ist der Schiedsrichter des heutigen Tages. Los geht's, es ist angepfiffen, der Ball rollt wieder. Und ja, Ballbesitz geht klar auf die Aachener Seite. Jetzt aber Union auch mal mit Ballbesitz. Aber die erste Möglichkeit gehört Aachen. 8. Minute, Dirk Ketteler mit weiten Pass rüber auf Valverde. Der passt in den Strafraum zu Abilene Goodrich. Die Flanke kommt zu Kuluris. Aber der Kopfball geht knapp am Tor vorbei. Gelbe Karte diesmal für Union nach 9 Minuten, nicht für Aachen. Das ist mal sehr erfrischend. Und der nächste Angriff gehört auch wieder Aachen. 14. Minute, Hakimi dribbelt im Mittelfeld. Weiter Pass rüber auf Dirk Ketteler. Der dribbelt Richtung Strafraum, dringt ein von der Grundlinie, kommt die Flanke auf Abilene Goodrich. Aber dieser Kopfball geht auch wieder über das Tor. Weiter macht Aachen. 15. Minute, Ecke durch Hakimi. Der Ball geht zu Araujo. Kopfball von der Strafraumecke. Aber Rodak im Tor von Union kann diesen Ball entschärfen. Nächste Möglichkeit wieder für Aachen, 17. Minute nun, Hakimi mit der Ecke auf Borno, der aus dem 5-Meter-Raum schießt, aber wieder weit vorbei. 4 Chancen jetzt schon für Aachen, aber weiterhin 0:0 der Spielstand. Und da kommen sie, die Unioner in der 23. Minute. Ingwarzen bringt die Flanke in den Strafraum auf Abdullahi, der nochmal zurück auf Singh. Und der schießt direkt auf Kremers, der keine Probleme hat, diesen Ball festzuhalten, wirft ihn sofort weiter auf. Hakimi kontert jetzt für Aachen. Hakimi geht in die Hälfte von Union, passt den Ball auf Pai, der geht in Richtung Strafraum, dringt ein, Querpass rüber auf Kuluris, weitergespielt auf Abilene Goodrich, der geht nochmal in zentrale Position aus 6 Metern, ist dann Rodak aber wieder auf dem Posten und hält diesen Ball. Der nächste Angriff gehört auch wieder Union, 24. Minute, Ingwarzen wieder mit der Flanke, diesmal Abdullahi an der Strafraumkante, Flanke auf Müller. Und der köpft den Ball an die Latte. Olivier aus dem Rückraum nochmal. Aber Valverde kann dann klären. Angriff für Aachen. Weiterhin 24. Minute. Kuluris schießt aus gut 16-17 Metern. Und macht die Führung 1:0. Jetzt der Spielstand nach 24 Minuten. Und sofort macht Aachen weiter Druck. 26. Minute. Die Kette leer mit der Flanke auf Abilene Goodrich. Aber der Kopfball geht wieder über das Tor. Ja, da hat es sich doch gelohnt, dass wir Kuluris gesagt haben, du machst heute dein Tor. Da ist es schon passiert. Jetzt weiterhin 1:0 die Führung, 34. Minute Freistoß für Aachen. Valverde spielt den Ball auf Araujo, der schießt aus 4 Metern wieder knapp am Tor vorbei. Also verdiente Tore schon bei 4,37 für Aachen, aber nur ein Tor ist es wirklich geworden. Und da haben wir leider eine Verletzung bei Araujo. 40. Minute eine Leistenzerrung, ja, das wird wieder ein paar Tage kosten. Wir werden Todibo in die Partie bringen für Araujo und wünschen ihm natürlich eine gute Besserung. Es sind natürlich viele Spieler jetzt fitnessmäßig runter. 2 Spiele in der Woche, ja, die zerren einfach an der Kondition. Wir lassen die Partie weiterlaufen. Freistoß nochmal für Aachen, 41. Minute. Valverde bringt ihn wieder rein auf Kuluris diesmal. Kopfball auf Borno. Der passt rüber auf Lanzana. Der schießt aus gut 16 Metern den Ball ins Tor. Da sah Rodak nicht gut aus bei Union. 2:0 jetzt der Spielstand nach 41 Minuten. Gelbe Karte nochmal für Mbaye von Union. Und es geht mit 0:2 für Aachen in die Halbzeitpause. Ja, wir haben einige Spieler, die gut gespielt haben. Borno ist dabei, Lanzana beide mit 2,5. Auch Valverde heute mit einer 2,5. Und Kuluris natürlich mit seiner 1. Heute so Abilene Goodrich, derjenige, der nicht so ganz performt, wie er sollte. Wir werden auf jeden Fall Lanzana loben und auch Borno. Beide haben es einfach verdient, mal von uns ein Du spielst gut zu erhalten.
Tanzana fand seine Leistung besser als gut. Bono freut sich über das Lob. Unverändert geht's in die zweite Halbzeit. Sie beginnt sofort mit einer Möglichkeit für Aachen. 46. Minute. Valverde auf Aberdeen Goodrich. Pass auf Guendouzi. Weiter zu De Ketteler. Pass auf Lanzana. Hereingabe auf Roddack, der Ball dann abfängt und die Möglichkeit für Aachen vereitelt. Weiterhin 2:0 der Spielstand. 55 Minuten sind um. In der 56. wieder ein Angriff für Union. Singh auf Ingwatsen. Die Flanke geht rüber auf Abdullahi. Hereingabe auf Jobson. Aber der schießt dann knapp am Tor vorbei. Und jetzt ergibt sich wieder eine Möglichkeit für Aachen. Ecke in der 56. Hakimi auf Kolouris. Weiter auf Bono. Und Roddack fliegt und packt sicher zu. Wollte diesmal nicht noch ein Tor kassieren. Wirft den Ball zu Mbaye. Der dribbelt in die Hälfte von Aachen. Spielt nach vorne auf Jobson. Der geht in den Strafraum. Wer passt nochmal auf Abdullahi? Weitergepasst auf Singh. Der dribbelt auf die 5-Meter-Kante und schießt dann weit am Tor vorbei. Ja, die Fans von Aachen sind natürlich da. Wenn du mich fragst, wer Meister wird, es kann nur eine Mannschaft geben. Aber die nächste Möglichkeit wieder für Union. 59. Minute, Müller auf Singh. Der dribbelt nach vorne Richtung Strafraum, schießt von der Strafraumkante und macht den Anschlusstreffer. 1:2 jetzt der Spielstand zwischen Union und Aachen. Und wir müssen langsam reagieren, frische Kräfte bringen. Zuvor aber nochmal ein Angriff für die Aachener. 63. Minute, Lanzana auf Valverde. Flanke auf Aberdeen Goodrich, Dropkick, aber wieder Roddack auf dem Posten. Ja, unser Co-Trainer würde momentan nicht wechseln, aber wir möchten das. Wir bringen auf jeden Fall Drew für Aberdeen Goodrich. Der ist einfach konditionell zu stark runter. Auch in der Abwehr Hakimi heute noch mit 38 Fitness. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Mal schauen, welchen Spieler wir bringen können. Wir haben nur Tanganga, der dort noch spielen kann. Aber unser Mittelfeld, da müssen wir auf jeden Fall reagieren. Wir werden einmal fast komplett auswechseln. Wir werden Agumi bringen für Lanzana. Wir bringen Bellingham für Guendouzi. Und wir bringen noch ja, Willock oder Jakub Yankturm. Ich denke, Willock ist der bessere. Wir bringen ihn für Valverde nochmal in die Partie. Aber wir können nicht mehr. Wir haben schon alle Wechsel vollzogen. Wir müssen so, wie wir jetzt ausgewechselt haben, zu Ende spielen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber es lässt sich nun mal nicht ändern. 5 Wechsel sind schon mehr als genug. Ja, wir haben jetzt 75 Minuten gespielt, weiterhin 2:1 der Spielstand. Union kommt aber wieder in der 78. Minute. Knoche auf Ingwatsen, der steht dann aber im Abseits und die Möglichkeit ist vertan. 11:5 Chancenverhältnis, klare Sprache für Aachen. Ecke auch nochmal für die Alemannia, 80. Minute, Valverde auf Drüff, weiter auf Todibo. Aber wieder, der Ball geht über das Tor, 12:5 jetzt das Chancenverhältnis und die nächste Möglichkeit wieder für Aachen, 82. Minute, Pai auf Agumi. Passt weit rüber auf die Kette leer. Er spielt ab auf Valverde. Der bringt nochmal die Flanke auf Drüff. Kopfball ins Tor. Da ist sie wieder, die 2-Tore-Führung. Aber der Videoassistent möchte, dass das Tor nochmal überprüft wird. War da irgendwo ein Foulspiel oder irgendwas anderes? Jawohl, es war eine Abseitsstellung zuvor von Aachen gegeben. Leider zählt das Tor nicht. Weiterhin nur 2:1 der Spielstand. Aber Aachen macht weiter, 86. Minute, Bellingham passt steil auf Kolouris, der schießt nochmal aufs Tor und macht jetzt das 3:1 in der 86. Minute, der zweite Treffer von Kolouris am heutigen Tag. Nächster Angriff in der Nachspielzeit, 91. Minute, Agumi schießt nochmal auf den Rückraum, aber Roddack kann gerade noch so die Arme hochreißen und verhindert den nächsten Treffer der Alemannia. Aber nochmal eine Chance in der 95. Minute, weil Valverde mit der Ecke auf Bono. Kopfball rüber zu Kolouris. Aber der Dropkick geht knapp am Tor vorbei. Ja, der Endstand lautet 3:1 für Aachen. Doch noch ein klares Ergebnis, aber nach verdienten Toren. 7,08 für Aachen, 2,16 für Union. Ja, wir hätten einfach mehr Tore erzielen müssen. Wir müssen wirklich in der kommenden Woche und in den kommenden Monaten den Fokus mehr auf die Torabschlüsse lenken. Schauen wir auf die Tabelle der Bundesliga nach dem 6. Spieltag. Bayern jetzt neuer Tabellenführer mit 15 Punkten. Der Hamburger Sportverein geht auf Platz 2, aber ebenso 15 Punkte. Dahinter jetzt Aachen auf Platz 3 mit 13 Punkten. Vierter Düsseldorf ebenso 13 Punkte. Und dann folgen auf Platz 5 bis 7 Dortmund, Leipzig und Mainz allesamt mit 10 Punkten. Am Tabellenende hat es einen Wechsel gegeben. Neuer 18. ist die Eintracht aus Frankfurt mit 2 Punkten.
Dann auf Platz 17 ist Union Berlin mit 4 Punkten, ebenso wie Greuther Fürth auf Platz 16. Und dann Werder Bremen und Hoffenheim auf Platz 15 und 14, jeweils mit 5 Punkten. Die Ergebnisse des Spieltags lauten wie folgt. Wolfsburg gewinnt 3:1 gegen den Hamburger Sportverein. Wie gesehen, Union gegen Aachen 1:3. Bremen verliert 1:2 gegen Bayern München. Hertha 2:0 Sieger gegen Leverkusen. Düsseldorf 1:3 gegen Mainz. Fürth gewinnt 5:3 gegen Gladbach. Heidenheim 2:2 gegen Hoffenheim. Dortmund 0:0 gegen Frankfurt. Und Leipzig gewinnt 3:1 gegen Köln. Der Kicker schreibt zu unserem Spiel heute: Dick van Dijk hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Immerhin passte am Ende das Ergebnis. Ja, und wir haben auch wieder mal Spieler in der Elf des Tages mit Kuluris und Araujo neben Logan Pye, 3 Spieler von Aachen vertreten. Und unsere Serie der Woche sollte sich dadurch natürlich auch auf 4 Spiele in Folge nicht verloren ausgebaut haben. Jawohl, eine positive Bilanz jetzt für uns. Schauen wir zum Ende der Woche nochmal auf den Teamfortschritt. Beim Training hat sich nichts getan. Wichtiger aber wieder der Fortschritt für die Stufe. Dort ist Lanzana mit dabei, ebenso wie Guendouzi. Leider wieder kein De Ketteler-Fortschritt. Das ist schade, dafür Kuluris mit kleinem Fortschritt. Tanganga verliert sogar etwas an seinem Fortschritt. Sehr interessant, obwohl er ja nun doch noch eingewechselt wurde. Auch Ferdi Drift ist wieder mit positiven Bilanzen dabei, ebenso wie Lucien Agoumé, der ja fast ein Tor erzielt hätte, aber das wurde ja leider aberkannt. Ja, und damit endet diese erfolgreiche Woche für unsere Alemannia. Und leider endet natürlich auch wieder die Folge. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und mir bleibt am Ende immer nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.